Ich freue mich, mit Herrn Lauterbach diese Diskussion haben zu dürfen. Wir kennen uns schon eine ganze Zeit und ich habe schon sehr gute Diskussionen mit ihm gehabt und viel davon gelernt. Also die Pharmakologie ist ein enorm wichtiger Forschungssektor, dessen Innovationen die Menschheit vor alten und vor neuen Krankheiten schützen können. Das ist auch innerhalb der Weltwirtschaft ein sehr großes Stück. Das macht ungefähr 1,7% des Weltprodukts aus, der Pharmasektor. Pharmazeutische Innovationen sind teuer, und zwar hauptsächlich deswegen, weil man extensive klinische Untersuchungen unternehmen muss, um sicherzustellen, dass ein Medikament wirksam und auch sicher ist. Und es gibt dabei natürlich häufige Fehlschläge. Es kann pro Medikament können Kosten in Milliardenhöhe anfallen. Und diese Kosten muss man natürlich wieder herausholen, wenn die pharmazeutische Forschung nachhaltig möglich sein soll. Also insoweit nichtstaatliche Akteure sich an pharmazeutischer Forschung beteiligen, dann muss man sicherstellen, dass diese Forschung sich rentiert. Und das wollen wir natürlich alle, weil wir auf diese Pharmaforschung angewiesen sind und ihre Innovationen gerne haben möchten. Nun ist in der Welt, wie sie jetzt ist, ist das Anreizsystem eines, was auf Monopolpatenten basiert. Es gibt 20-jährige Monopolpatente, die inzwischen weltweit sich durchgesetzt haben. Und zwar ist das passiert im Zuge der Gründung der Welthandelsorganisation im Jahr 1995. Da wurde im Gründungsdokument der WHO gefordert, dass die der WTO, sollte ich sagen, World Trade Organization, gefordert, dass alle Länder diese 20-jährigen Monopolpatente einrichten sollen. Wenn ich jetzt so ein Monopol habe auf ein wichtiges Arzneimittel, dann brauche ich keine Konkurrenz zu befürchten. Ich bin der Einzige, der das Mittel herstellen kann und auch vertreiben kann. Und ich kann es dann zu einem Preis verkaufen, der von den Herstellungskosten völlig abgekoppelt ist. Also Preise können ohne weiteres das Tausendfache der laufenden Herstellungskosten erreichen, sogar noch höheres. Ein gutes Beispiel dafür ist das Arzneimittel Sofosbuvir, das vor einigen Jahren auf den Markt gekommen ist, 2013. Das ist ein Mittel für Hepatitis C. Das wurde auf dem amerikanischen Markt zu einem Preis von $84.000 eingeführt. $84.000 pro Course of Treatment, das sind also 84 Tage pro eine Pille. Die Pillen wurden also ganz elegant zum Preis von $1.000 pro Pille angesetzt. Die sind in anderen Ländern billiger gewesen. Vor allen Dingen in ärmeren Ländern wurden sie etwas billiger verkauft, aber immer noch zu Preisen, die für die Lokalbevölkerung oft unerschwinglich sind. Das ist ein riesiger Nachteil bei den Monopolpatenten, wenn man die benutzt, um zu Forschung und Entwicklung von Medikamenten anzureizen. Ein riesiger Nachteil ist, dass eben ein großer Anteil der Menschheit von der Nutznießung dieser Medikamente ausgeschlossen ist, bis endlich die Patente dann mal nicht mehr da sind, also bis sie dann, expire. Ein weiterer wichtiger Nachteil bei den Patenten ist, dass bestimmte Krankheiten kaum erforscht werden. Und zwar vorhersehbarerweise sind das diejenigen Krankheiten, die hauptsächlich arme Leute betreffen. Mit solchen Krankheiten kann man, auch wenn man ein wirklich wirksames, gutes Arzneimittel entwickelt, trotzdem relativ wenig Geld verdienen, eben weil man zu hohen Preisen dieses Medikament nicht in großer Anzahl absetzen kann. Und wenn man den Preis dann stark nach unten drückt, um es erschwinglich zu machen für diejenigen, die diese Krankheit wirklich haben, verdient man auch relativ wenig Geld. Also man kann, um es mal programmatisch zu sagen, man kann mit einem Haarausfallmittel mehr Geld verdienen als mit einem Malariamittel, einfach deswegen, weil die Menschen, die das erste Mittel kaufen würden, im Schnitt sehr viel mehr Geld haben als diejenigen, die von der Malaria bedroht sind beziehungsweise diese Krankheit haben. Ein dritter Punkt ist, dass bei den Monopolpatenten man sich auf die Interessen derjenigen konzentriert, die ein Arzneimittel konsumieren beziehungsweise die Kaufentscheidung treffen.
Aber Arzneimittel sind oft auch sehr stark dadurch relevant, dass sie die Krankheit eindämmen und möglicherweise ausrotten. Also Drittpersonen werden von der Verwendung von Arzneimitteln oft sehr stark affiziert. Das sehen wir jetzt natürlich bei den Impfstoffen mit der Corona-Krankheit. Und diese Auswirkungen werden oft bei den Kaufentscheidungen nicht stark berücksichtigt. Nicht? Also wenn ich mir ein Medikament kaufe, interessiert mich, wie dieses Medikament auf mich wirkt, ob es meine Gesundheit verbessert und ob es nun den Verlauf der Krankheit, wie viele Menschen weltweit an dieser Krankheit leiden werden, verändert, ist für mich oft nur eine relativ untergeordnete Frage. Das ist ein dritter Nachteil bei den Monopolpatenten, dass Firmen sich auf Medikamente konzentrieren, die zwar den Patientinnen helfen, aber nicht unbedingt dem allgemeinen Publikum. Dazu kommt noch, dass wenn ein Medikament tatsächlich eine Krankheit eindämmt und ausrottet, dadurch auch die Profitmöglichkeiten der Pharmafirma unterminiert werden. Also wenn tatsächlich mein Arzneimittel es erreicht, dass die Krankheit sich nicht mehr ausbreitet, dann habe ich in 2, 3 Jahren mir selber die Profitquelle abgeschnitten, denn dann wird die Nachfrage für mein Medikament natürlich auch zurückgehen, dadurch, dass die Krankheit nicht mehr da ist oder nur noch wenige Leute bedroht. Das ist also auch ein Anreiz, der aus den Monopolpatenten stammt, der nicht ein Anreiz ist, den wir unbedingt setzen wollen. Und schließlich ist noch zu sagen, dass bei den Monopolpatenten natürlich erhebliche Nebenkosten dadurch entstehen, dass man in allen möglichen Ländern patentieren muss und dass man, was noch viel teurer ist, natürlich dafür sorgen muss, dass diese Patente auch eingehalten werden. Man muss also gucken, ob irgendjemand das Patent verletzt und dann möglicherweise Rechtsfirmen damit beauftragen, die Patente einzuklagen und dafür zu sorgen, dass in der Tat kein anderer mein Medikament herstellt oder verkauft. So, das ist der Status quo. Und woran wir jetzt arbeiten, ist ein Alternativsystem, was nicht das Patentsystem ersetzen würde, sondern was Innovatoren eine zweite Möglichkeit geben würde, auf ihre Kosten zu kommen, also die Forschungs- und Entwicklungskosten wieder hereinzuholen und möglicherweise einen Profit zu machen. Die Idee ist also, dass Innovatoren statt einfach nur die Patentmöglichkeit zu haben, zwei Möglichkeiten angeboten bekommen, wie sie belohnt werden können für ihre Innovationstätigkeit. Dieses zweite zusätzliche System von Forschungsanreizen würde funktionieren durch staatlich finanzierte Wirkungsprämien, wo die Innovatoren also dafür bezahlt werden würden, wie viel Gesundheitsgewinn sie mit ihrem Präparat, mit ihrem Arzneimittel ausrichten, unter der Bedingung, dass sie auf die konventionelle Belohnung, nämlich das Monopol, den Preisaufschlag, der unter dem Schutz eines Monopols erzielbar ist, dass sie darauf verzichten. Das würde so funktionieren, man würde einen Health Impact Fund einrichten, der von willigen Staaten finanziert würde in Proportion zu ihrem Bruttonationaleinkommen. Also wir denken an ungefähr 0,02%. Wenn ein Drittel der Länder mitmachen würde dabei, käme man auf ungefähr 5 oder 6 Milliarden Euro pro Jahr. Und dieser Prämientopf, der jedes Jahr wieder neu zur Verfügung stünde, würde dann jedes Jahr aufgeteilt werden auf die teilnehmenden Medikamente. Jeder Innovator, der ein neues Medikament auf den Markt bringt, hat also die Wahl, entweder beim Monopol zu bleiben oder sich über den Health Impact Fund bezahlen zu lassen. Wenn er sich über den Health Impact Fund bezahlen lässt, nimmt er an diesen jährlichen Ausschüttungen teil, und zwar für die ersten 10 Jahre, die das Medikament auf dem Markt ist. Und in jedem dieser 10 Jahre bekommt dieser Innovator einen Teil des Prämientopfes, der dem Anteil entspricht, den er an den Gesundheitsauswirkungen aller im Prämientopf vertretenen Medikamente hat.
Also wenn meinetwegen 20 Medikamente in einem bestimmten Jahr im Prämientopf sind, am Health Impact Fund gemeldet sind und wenn Ihr Medikament für 8% der von all diesen Medikamenten erzielten Gesundheitsauswirkungen verantwortlich ist, dann bekommen Sie in diesem Jahr 8% des Prämientopfes. Das wiederholt sich 10 Jahre lang und am Ende der 10 Jahre haben Sie Ihre Belohnung bekommen und das Medikament wird also vom Health Impact Fund nicht mehr weiter belohnt. Der Health Impact Fund würde besonders attraktiv sein für Medikamente, die große Gesundheitsauswirkungen haben, aber im Wesentlichen halt für ärmere Personen. Denn bei der Messung der Wirkung spielt es überhaupt keine Rolle, wie reich oder arm die Patientin oder der Patient ist. Es geht einfach nur um die Gesundheitsauswirkungen. Und das wären also Medikamente, die auf der Patentschiene relativ wenig verdienen könnten, weil eben die an dieser Krankheit leidenden Menschen im Wesentlichen arm sind, aber auf der Health Impact Fund Schiene sehr viel mehr verdienen können, weil die Gesundheitsauswirkungen halt sehr groß sind. Der Health Impact Fund würde sicherstellen, dass die bei ihm gemeldeten Medikamente allen zugänglich sind, und zwar hauptsächlich deswegen, weil er eine Preisgrenze, eine Obergrenze einführt und sagt, wenn Sie die Prämien, die beim Health Impact Fund ausgeschüttet werden, wenn Sie die annehmen, dann müssen Sie zum Selbstkostenpreis verkaufen, also zu genau dem Preis, zu dem Sie herstellen und vertreiben. Sie dürfen also keinen Aufpreis nehmen. Und da gibt es noch einen zweiten Faktor, nämlich die Wirkungsprämien. Dadurch, dass der Health Impact Fund Wirkungsprämien zahlt, macht er es möglich und oft lukrativ, für Pharmafirmen auch unter dem Selbstkostenpreis zu verkaufen. Und zwar in den Fällen, wo man durch die Wirkungsprämie, dadurch, dass man zusätzliche Leute bedient, durch die Wirkungsprämie mehr Geld hereinholt, als man durch die Subvention ausgibt. Es lohnt sich also oft, auch ganz, ganz arme Leute am Arzneimittel teilnehmen zu lassen. Dann nämlich, wenn die Gesundheitsauswirkungen da erheblich sind. Die höchsten Einnahmen kann man mit Infektionskrankheiten erzielen, mit Infektionskrankheiten, die man eindämmt. Also genau das, was beim Monopolsystem problematisch war, dass Innovatoren keinen wirklichen Anreiz haben, die Krankheit auszurotten, weil sie sich damit ihre Profitquelle verderben. Genau das ist beim Health Impact Fund umgekehrt. Wenn ich eine Krankheit eindämmen kann und dadurch riesige Gesundheitsgewinne erzielen kann für Menschen, die das Arzneimittel überhaupt nie brauchen werden, weil sie überhaupt nie von der Krankheit bedroht werden, dann bekomme ich sehr hohe Wirkungsprämien, eben dadurch, dass ich den Krankheitsverlauf, den Verlauf der Krankheit stark abgeändert habe, beziehungsweise die Krankheit eben sehr viel milder ausgefallen ist, als es andernfalls der Fall gewesen wäre. Ich schließe noch mit ein paar kleinen Bemerkungen zur Funktionsweise des Health Impact Funds. Ein wichtiger Punkt ist, dass natürlich prämiert wird für die Gesundheitsauswirkungen, die man zum Beispiel in qualitätsangepassten Lebensjahren messen könnte. Und diese Prämie pro Gesundheitsauswirkung oder pro qualitätsangepasstes Lebensjahr, diese Prämie würde sich einpendeln. Sie würde nicht von vornherein festgesetzt werden, sondern es würde Angebot und Nachfrage an innovativen Arzneimitteln darüber entscheiden, wie hoch oder niedrig diese Prämie ausfällt. Wenn die Prämie irgendwann einmal sehr hoch sein sollte, würde sie neue Meldungen anziehen. Neue Innovatoren würden ihr Medikament anmelden wollen, um an dieser sehr lukrativen Prämienrate teilnehmen zu können. Und umgekehrt, wenn die Prämienrate einmal sehr stark absacken sollte, dann würden Neumeldungen von Medikamenten ausbleiben und die Prämienrate würde sich wieder normalisieren. Also es ist ein selbstanpassendes System der Prämierung. Was machen wir mit Ländern, die nicht mitmachen, die den Health Impact Fund nicht unterstützen wollen? Die wird es natürlich geben. Die armen Länder würden
trotzdem teilnehmen dürfen. Es würden also die Medikamente in diesen armen Ländern zum Selbstkostenpreis zu vertreiben sein und es würden Wirkungsprämien auch bezahlt werden aufgrund der Auswirkungen, die das Medikament in diesen armen Ländern hat. Aber reiche Länder würden von dem Nutzen ausgeschlossen. Also wenn Japan zum Beispiel sagt, wir machen da nicht mit oder die Amerikaner, dann bleibt das Medikament auf der Monopolschiene in diesen Ländern, darf also zu jedem beliebigen hohen Preis in diesen nicht mitmachenden reichen Ländern verkauft werden. Zum Abschluss noch das Schlagwort, also der Health Impact Fund, die Grundidee ist, dass wir den Firmengewinn und den sozialen Gewinn besser miteinander harmonisieren müssen. Und genau das soll der Health Impact Fund leisten. Er soll also Pharmafirmen gemäß des sozialen Gewinns prämieren, den sie für die Menschheit ausrichten. Und das tun Monopolpatente eben sehr schlecht und der Health Impact Fund würde es sehr viel besser tun. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Pogge. Herr Lauterbach, Sie haben die Möglichkeit, jetzt darauf zu reagieren. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal, also muss ich hier richtigstellen, was Herr Pogge gesagt hat. Es ist zwar richtig, dass wir uns schon lange kennen, aber es ist nicht richtig, dass er von mir gelernt hat, sondern es war immer umgekehrt. Und das gilt auch schon für die Zeit, als wir uns noch nicht kannten. Ich aber seine Bücher gelesen habe, zum Beispiel über den Sozialphilosophen John Rawls. Somit ist das also Lernen hier eine Einbahnstraße gewesen. Ich habe von Herrn Pogge gelernt und nicht umgekehrt. Nichtsdestotrotz habe ich also sehr intensiv mich natürlich auch mit den Arbeiten auseinandergesetzt und auch mit dem Health Impact Fund und bin dankbar für die Gelegenheit, die wir heute erneut haben. Ich will gleich dazu sagen, sind heute viele hier im Meeting, die also vielleicht das nicht so klar einschätzen können. Das ist aber an mir, das also hier zu sagen. Also die Idee vom Health Impact Fund ist in den Vereinigten Staaten bekannt und steht in hoher Reputation. Beispielsweise die Kollegen also vom Health Policy and Management Department der Harvard School of Public Health oder beispielsweise auch vom Department of International Health. Also diese Kollegen von mir haben sich also mit dem Health Impact Fund Vorschlag von Thomas Pogge sehr intensiv beschäftigt und der Vorschlag ist in den Vereinigten Staaten bekannter, als er hier in Deutschland ist und wird also sehr hoch gehandelt. Das ist einer der wenigen Vorschläge, die man als also hundertprozentig innovativ betrachten kann in Bezug auf die Frage, wie lösen wir das Problem, dass wir eigentlich so eine reiche Welt haben und trotzdem in den ärmeren Ländern die Menschen keine Medikamente haben. Und das ist ein also ethisches Problem. Und Thomas Pogge ist ja quasi aus der angewandten Ethik überhaupt zu der Problematik gekommen. Das also macht diese Arbeit auch so wertvoll, weil es ist tatsächlich ein wichtiges ethisches Problem, was wir hier gemeinsam lösen müssen. Und dieser Vorschlag ist in diesem Licht zu sehen. Das ist aus meiner Sicht also überhaupt das allerbeste Beispiel angewandter Ethik, was ich überhaupt kenne. Im Bereich der angewandten Ethik wird oft, also sage ich mal, ein klassischer ethischer Gedanke dekliniert und auf hypothetische also Probleme angewendet. Das ist aus meiner Sicht nicht wirklich zielführend. Hier wird also die ethische Theorie kombiniert mit der ökonomischen also Kenntnis auf ein tatsächliches Problem angewandt. Und da will ich nur sagen, also besser kann man das einfach nicht machen. Und daher bin ich auch dankbar, heute dabei zu sein. Trotzdem will ich ein paar Aspekte einbringen, wo ich also, und das ist konstruktiv gemeint, wo ich also ein paar also Schwierigkeiten sehe, die gelöst werden müssen, vielleicht auch gelöst werden können. Ich bitte das aber so zu verstehen, dass das nicht eine grundsätzliche Kritik an diesem Ansatz ist, sondern ganz im Gegenteil. Das ist der unbeholfene Versuch von mir, ein paar konstruktive Vorschläge zu machen im Rahmen einer Hinterfragung, wo könnte es hier Hindernisse geben. Das erste Problem ist das Volumen also des gesamten Unternehmens. Also wenn man sich also sei mal vorstellt, es würden meinetwegen um die 100 Medikamente also in so einen Topf also hineingehen und die wären im Durchschnitt dann 10 Jahre darin, dann kommt man schlicht und ergreifend, muss man sagen, mit also 5 Milliarden
Dollar kommt man nicht sehr weit. Das ist also sehr problematisch. Das sind nicht die Summen, die also dazu führen werden, dass große Unternehmen sich hier bemühen werden, Teil des Geschäftes zu sein. Wenn ich das jetzt auf ein einzelnes also, Produkt, wenn man so will, umrechne, dann sind das übers Jahr bezogen, sind das also relativ kleine Beträge, die eher also, sag ich mal, Bedeutung haben für das Off-and-Drug-Geschehen. Wenn es aber hier tatsächlich also große also, Patientengruppen gibt und also Medikamente, die dann tatsächlich auch also einen richtigen Durchbruch machen, meinetwegen eine Infektionskrankheit heilen oder also eine Infektionskrankheit in ihrem Verlauf deutlich beeinflussen, dann sind die Summen, die typischerweise dann auf dem Spiel stehen, die sind viel größer. Weshalb sage ich das? Naja, die Unternehmen haben natürlich auch folgende Möglichkeit, dass sie schlicht und ergreifend mit einem teuren Preis auf den Markt kommen und dann darauf rechnen, wenn das ein Medikament ist, was tatsächlich hilft, dass es dann zu dem teuren Preis gekauft wird von Hilfsorganisationen und dann eben also verschenkt wird für die reichen Länder an die armen Länder. So funktioniert zum Beispiel COVAX in Teilen. COVAX funktioniert ein bisschen anders, aber ich habe es jetzt ein bisschen vereinfacht, weil uns hier die Zeit, ich will die wertvolle Diskussionszeit der Teilnehmer hier nicht konsumieren, indem ich zu viel selbst rede, aber COVAX funktioniert ein bisschen anders, aber ähnlich genug, als dass man sagen kann, das ist also die Alternative, die auf der Hand liegende Alternative ist. Ich gehe mit dem hohen Preis rein, lass mir den hohen Preis also bezahlen durch Industrieländer, die das Medikament gar nicht benötigen, die es aber dann schlicht verschenken im Rahmen von Entwicklungsarbeit oder im Rahmen von bilateralen Geschäften. Das wäre eine Alternative, die sich hier für die Hersteller ergibt. Das Zweite ist, also es gibt ganz wenige Medikamente, die also tatsächlich nur einen also Wert haben in ärmeren Ländern. Beispielsweise also Helmitiden sind da angesprochen oder also parasitäre Erkrankungen, zoonotische Erkrankungen, aber es sind ganz, ganz wenige. Die meisten also Medikamente, die also haben also ein Nutzenspektrum, was also sowohl die ärmeren Länder betrifft, als auch die wohlhabenden Länder. Und also die Industrie hat vor nichts mehr Sorge als vor sogenannten geteilten Preisen. Also der niedrigere Preis ist so im ärmeren Land und der höhere Preis, also im wohlhabenderen Land. Diese Art der Preisdiskriminierung wird von den meisten Arzneimittelherstellern gemieden. Und das läuft dann oft sogar darauf hinaus, dass man das Medikament dann in den ärmeren Ländern, wo der niedrigere Preis dann der zu realisierende wäre, gar nicht angeboten wird. Das ist ja eines der Probleme, die Thomas Bogge nicht nur kennt, sondern die Ursprung seiner Arbeit auch gewesen sind. Nicht der alleinige, aber ein ganz wichtiger Ursprung. Und von daher ist das also ein Problem, was aus meiner Sicht gelöst werden muss. Da würde mich eben sehr interessieren, also wie Thomas Bogge darauf reagiert. Ich bin sicher, dass er darüber viel mehr nachgedacht hat, als ich das je konnte bisher. Und ein drittes Problem ist halt also, wie stelle ich sicher, dass also die Bewertung der also gewonnenen Lebensjahre die qualitätsadjustiert dann also zu erfolgen hat, dass die fair ist. Weil es gibt ja sehr unterschiedliche Dimensionen der Lebensqualität, also es gibt auch sehr unterschiedliche, sagen wir mal, Krankheitsverläufe, es gibt zum Beispiel Krankheiten, also die verlaufen fast schmerzlos, aber führen schnell zum Tod. Andere wiederum laufen sehr schmerzhaft und führen aber nie zum Tod und so weiter und so fort. Es gibt psychische Erkrankungen, es gibt körperliche Erkrankungen und so weiter. Das heißt, wie ich das zusammenbringen will, in einer Art und Weise, dass es wirklich von allen akzeptiert wird. Das sind drei, was sagen wir, Aspekte, die ich einbringen wollte, aber trotzdem darf das nicht davon ablenken, dass ich also fest davon überzeugt bin, dass wir uns solche Gedanken machen müssen, dass es viel zu wenig wirklich durchdachtes also Instrumentenmaterial gibt, damit wir diese also Probleme lösen können. Die Covid-Erkrankung in den ärmeren Ländern zeigt erneut, dass wir nicht weitergekommen sind.
Wir haben also hier noch einmal das Problem kennengelernt, aber keine neuen Lösungsansätze. Von daher möchte ich also diese kurze, ich möchte noch nicht mal sagen Erwiderung, sondern quasi diesen kurzen Einwurf, weil es ist ja keine Erwiderung, möchte ich das hier also nicht beenden, ohne dass ich noch einmal darauf hinweise, dass ich tatsächlich den Ansatz hochspannend finde. Und das ist nicht also neu, diese Einschätzung ist nicht neu, sondern wir hatten ja schon mehrfach die Gelegenheit. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ich da helfen könnte. Aber diese Probleme wollte ich jetzt mit in die Diskussion bringen, die Diskussion aber auch nicht länger verkürzen, denn hier sind sicherlich Leute mit am Start, die sich dazu auch Gedanken gemacht haben. Vielen Dank. Ja, jetzt, lieber Herr Pogge, hätten Sie wiederum die Möglichkeit zu antworten. Ja, kurz. Also vielen Dank für diese drei Punkte. Ich kann vielleicht sagen, dass wir im Kongress der Vereinigten Staaten jetzt ein Pilotprojekt anhängig haben. Sie wissen das, Herr Lauterbach, dass wir das in Deutschland auch mal versucht haben und das scheiterte dann am Ende. Aber jetzt haben wir eine etwas günstigere Koalition. Möglicherweise kann es jetzt mal passieren. Aber wir haben im Kongress, also im progressiven Flügel der Demokratischen Partei, erhebliche Unterstützung, insbesondere von einem Congressman, der heißt Ro Khanna, ein indisch-amerikanischer Kongressabgeordneter, der führend ist in dieser progressiven Fraktion der Demokratischen Partei. Und wir haben also für 5 Tranchen à 20 Millionen Dollar gebeten und das ist anhängig, aber wie Sie alle wissen, das ist alles sehr problematisch im Moment, weil die Mehrheitsverhältnisse zwar auf Seiten der Demokraten liegen, aber sehr, sehr knapp sind und die Demokraten noch intern ihre Spannungen haben zwischen dem sogenannten linken Flügel, der natürlich nach deutschen Begriffen nicht so wahnsinnig links ist, und dem eher moderaten oder rechten Flügel der Demokratischen Partei. Das ist also spannend. Wir sollten das vielleicht bis Jahresende sehen, was da passiert in den Vereinigten Staaten. Aber zu Ihren drei Punkten. Also der erste Punkt, haben Sie total recht, das wäre eine sehr, sehr kleine Scheibe des Gesamtvolumens des Pharmamarktes. Und wir würden nie und nimmer 100 Medikamente dort unterbringen können, zu dem Kosten, die wir veranschlagen, also 5 bis 6 Milliarden Euro. Wir würden so ungefähr 20 Medikamente haben, sodass 2 jedes Jahr dazukommen würden und 2 jedes Jahr das Ende ihrer Laufzeit erreichen würden. Also 20 wären legen drin. Bei 20 Medikamenten würde man ungefähr 300 Millionen, 250 bis 300 Millionen Euro pro Jahr haben, was über 10 Jahre immerhin 2,5 Milliarden, das wäre ein Betrag, für den eine Pharmafirma sich schon bemühen würde, ein solches Medikament einzubringen. Nun ist natürlich die Hoffnung, dass der Fonds sich dann vergrößert. Wenn man erstmal sieht, dass dieser kleine Health Impact Fund, klein im Vergleich zum Monopolsystem, dass der so viel ausrichtet für Menschen, insbesondere in den ärmeren Ländern, dann würde man möglicherweise sagen, wollen wir da mal ein bisschen mehr Geld reingeben, denn wir sparen ja auch sehr viel dadurch, dass nämlich die Steuerzahler billigere Medikamente kaufen können und auch bei der Entwicklungshilfe zum Beispiel, bei dem Geld, was wir an den Global Fund bezahlen oder an die WHO oder an Gavi oder an COVAX, dass wir da dann wieder einsparen, weil die natürlich dann die vom Health Impact Fund gesponserten Medikamente billig einkaufen könnten. Mhm. Das wäre die Hoffnung. Der Fonds könnte sich auf 3 Arten vergrößern. Einmal dadurch, dass neue Länder dazukommen, beitreten und dann auch ihre 0,02% des Bruttoinlandproduktes zubuttern. Zweitens dadurch, dass es ein Wirtschaftswachstum gibt in diesen Ländern und drittens dadurch, dass möglicherweise die beteiligten Länder ihre Quote erhöhen würden, also sagen würden, machen wir doch mal 0,03% des Bruttoinlandproduktes statt 0,02. Je mehr der Fonds sich erweitert, je mehr Länder diesem Fonds beitreten, desto größer ist der Nutzen, und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal dadurch, dass mehr Medikamente gefördert werden und dadurch eben die Palette von Health Impact Fund gesponserten Medikamenten größer wird.
Und zweitens dadurch, dass mehr Menschen teilnehmen, denn alle Menschen in den Ländern, die beim Health Impact Fund dabei sind, kommen ja in den Genuss dieser sehr stark verbilligten Medikamente. Also der Nutzen würde sich bei einer Verdopplung der Länder vervierfachen, grob gesprochen. Und das wiederum ist etwas, was man den Ländern klar machen könnte und was dann möglicherweise dazu führen würde, dass der Health Impact Fund größer wird. Er fängt also an mit einem kaum einem einzigen Prozent des weltweiten Pharmamarktes und vergrößert sich dann langsam auf 3%, 4%, 5% und so weiter. Und im Endeffekt sollten eigentlich, finde ich, alle wichtigen Medikamente über den Health Impact Fund gefördert werden und nicht über das Monopolsystem. Aber das Gute an der Sache ist eben, dass wir klein anfangen können und die Sache langsam natürlich wachsen kann und man auch sehen kann, gibt es da Fehler, ist da was zu korrigieren und so weiter. Und dass es nicht so ist, dass man entweder die ganze Sache kauft in riesigem Stil oder es eben dann viel wahrscheinlicher sein lässt. Das ist, glaube ich, eine Tugend der Health Impact Fund Idee, dass sie auf freiwilliger Basis anfängt und auch eben Freiwilligkeit der Länder, Freiwilligkeit der Innovatoren, welche Medikamente sie bei uns anmelden wollen und ob sie überhaupt bei uns mitmachen wollen, Medikamente anmelden wollen. Der zweite Punkt mit der Preisdiskriminierung, das ist total richtig und das ist natürlich ein wichtiger Gedanke bei uns, dass wir sagen, wir wollen die Preisdiskriminierung vermeiden, weil die für die Pharmafirmen sehr unangenehm ist. Sie wollen natürlich nicht, dass dasselbe Medikament in manchen Erdteilen sehr billig angeboten wird, weil dann es dazu kommt, dass das Medikament illegal eingeführt wird in die Länder, wo es teuer ist. Und es soll alles zum selben Preis passieren. Und so funktioniert eben auch der Health Impact Fund. Der Health Impact Fund sagt, wenn Ihr Medikament beim Health Impact Fund gemeldet ist, dann ist es in allen Ländern, die beim Health Impact Fund mitmachen, auch in den reichsten Ländern, zum Selbstkostenpreis erhältlich. Und dieses Problem der billigen Importe entfällt insofern. Jedenfalls, solange es nicht noch Länder gibt, die draußen vorbleiben. Reiche Länder, die draußen vorbleiben, haben natürlich ein Problem, dass da möglicherweise importiert werden könnte. Aber wir hoffen eben, dass die reichen Länder im Endeffekt also in relativ kurzer Zeit alle beitreten würden, wenn der Health Impact Fund erst einmal gegründet sein wird. Zum dritten Punkt, die faire Metrik der Qualis. Darüber gibt es natürlich eine riesige philosophische Diskussion, genau die Punkte, die Sie genannt haben. Also wie vergleicht man ein Jucken, ein Hautjucken mit Schmerzen? Wie vergleicht man Schmerzen mit Wahrnehmungsschwierigkeiten und so weiter und so weiter? Also diese qualitätsangepassten Lebensjahre sind hochkomplex und darüber gibt es viel Diskussion. Jetzt wollen wir das nicht neu erfinden, sondern wir wollen im Grunde genommen eigentlich auf die Konzeption der qualitätsangepassten Lebensjahre zurückgreifen, die sich so einigermaßen durchgesetzt hat in den 30 Jahren, die dieses Konzept jetzt schon in der Welt ist. Und das wird natürlich dazu führen, dass manche sagen werden, hier haben sie unsere Krankheit zu schlecht behandelt, hier kommt unsere Krankheit zu wenig zur Geltung und dass manche Firmen sagen werden, sie haben unser Medikament hier unterschätzt. Aber solange das Ganze öffentlich ist, also wir von vornherein sagen, so wird gemessen und wenn Sie sich an dem Health Impact Fund beteiligen wollen, wenn Sie Ihr Medikament bei uns einbringen wollen, so wird es bewertet werden, dann finde ich, ist es also nicht in tiefem Sinne unfair. Nicht? Man kann dann sagen, natürlich, es gibt immer noch die Möglichkeit, das zu diskutieren oder zu sagen, es wird hier etwas zu wenig oder zu niedrig eingeschätzt oder etwas anderes zu hoch eingeschätzt. Aber wir müssen uns auf eine einzige Art der Einschätzung einigen, wenn wir dieses System funktionsfähig machen wollen. Und es ist einfach unvermeidbar, dass einige damit nicht glücklich sein werden. Und es ist auch, das sollte man hinzusetzen, unvermeidbar, dass die Messung nicht immer
100% akkurat sein kann. Wir müssen uns natürlich bei der Messung auch sehen, dass wir das relativ kostengünstig machen und auf statistischer Basis, also Stichproben entnehmen und gucken, wie das Medikament sich in diesem oder jenem Land durchgesetzt hat, was für Wirkungen es dort hat. Wir können nicht bei jeder Patientin und jedem Patienten nachschauen, was genau nach Einnahme des Medikaments bei dieser Person passiert ist. Aber trotzdem, also auch wenn das ein relativ grobes System ist, ist es immer noch sehr viel besser als das bestehende Monopolsystem, wo Firmen Unsummen von Geld verdienen können, dadurch, dass sie überhaupt keine Gesundheitsauswirkungen haben oder ganz minimale. Und umgekehrt natürlich riesige Gesundheitsauswirkungen ohne jegliche Belohnung bleiben. Wer also jetzt ein Medikament an arme Leute in Afrika abgibt, verdient dadurch kein Geld, auch wenn die Gesundheitsauswirkungen riesig sind. Wir würden also sagen wollen, der Health Impact Fund auf jeden Fall schafft er es, eine viel bessere Harmonisierung der Gesundheitswirkungen und der finanziellen Belohnung zu erreichen, als sie unter dem gegenwärtigen System besteht. Ja, vielen Dank, Herr Pogge. Wenn Sie, Herr Lauterbach, noch sozusagen erwidern möchten, können Sie das gerne. Ansonsten können wir auch gerne in die Diskussion direkt einsteigen. Und dann ich würde nicht gerne erwidern. Ich wollte nur auf zwei Punkte hinweisen, in die Herr Pogge gerade ja auch eloquent vorgetragen hat, die richtig sind. Trotzdem, das Problem wird natürlich bestehen bleiben. Das Erste ist also die Pharmafirmen, die wollen ein System wie jetzt, und der Health Impact Fund ist etwas, was, sagen wir mal, idealerweise alle Medikamente betreffen würde, in der, sagen wir mal, weiten Projektion. Das hat der Pogge ja auch vorgetragen. Und das könnte politisch ein Problem sein, weil Pharmafirmen nicht gerne die Hand reichen für ein neues System, was sie, wenn sie es in der Endstufe dann durchleben müssten, nicht wirklich wünschen. Das ist weil es ist ja hier mit Händen zu greifen. Wenn das System funktioniert, dann wird der Anteil der neuen Arzneimittel, die über so ein System dann zugelassen würden, der wird steigen. Und das wird wahrscheinlich von den Arzneimittelherstellern von vornherein dazu führen, dass man sich gut überlegt, ob man überhaupt teilnimmt, selbst wenn das für das ein oder andere Produkt sinnvoll erschiene. Das sage ich schlicht als jemand, der, sagen wir mal, lange im pharmazeutischen Markt unterwegs ist als Politiker, dass Pharmaunternehmen sehr strategisch denken und auch Verbände sehr strategisch denken. Und da könnte es schon darauf hinauslaufen, dass die entscheidenden Pharmaverbände eine Empfehlung geben, nicht teilzunehmen, weil man glaubt, dass das System langzeitig erfolgreich sein könnte. Das Zweite ist, natürlich ist es richtig, dass pharmazeutische Unternehmen einen einheitlichen Preis haben wollen. Das wird von Arzneimittelfirmen wollen am liebsten den gleichen Preis weltweit fürs Produkt. Das wird selten so realisiert, aber es ist immer das Ziel. Aber was die Unternehmen nicht wollen, ist, dass der einheitliche Preis die quasi Kosten gerade deckt. Dass das quasi der Selbstkostendeckungspreis ist. Und das System wird somit von der pharmazeutischen Seite her wahrscheinlich bekämpft werden, als ein System, was zwar zu einheitlichen Preisen führt, aber einheitlichen Preisen, die nur wenig oberhalb des Kostensystems liegen. Und zum Zweiten ein System, was den derzeitigen, Bonanza-Markt, der noch vorhanden ist, beenden könnte. Das sind aber keine Neuigkeiten, das sind Dinge, über die Herr Pogge lange schon nachgedacht hat und sicherlich gleich auch ausführen wird. Ich wollte das nur einwerfen. Das bedeutet darum nicht, dass es nicht geht, aber man muss hier mit einer strategischen Zurückhaltung von Seiten der pharmazeutischen Unternehmen wahrscheinlich rechnen. Ja, Herr Pogge, ist das ein Grund, warum bisher die Zurückhaltung oder warum bisher dieses Konzept noch nicht so erfolgreich umgesetzt wurde? Das ist auch eine Frage, die hier im Chat öfters auftaucht.
Wie schätzen Sie das ein? Das ist sicherlich ein Grund, ja. Also ist es interessant, ich habe natürlich sehr viel Zeit verbracht mit Menschen, die in der Pharmaindustrie tätig sind. Und da gibt es ein weites Spektrum, sowohl bei den Firmen als auch bei den Menschen, die in diesen Firmen arbeiten. Manche Leute sind enorm enthusiastisch über dieses System, über den Health Impact Fund. Die sagen also, ich bin Pharmakologe geworden, ich habe mich in diese Karriere begeben, genau weil ich etwas für die Menschheit tun wollte. Und ich bin erschüttert und wirklich zerstört von der Tatsache, dass wir Medikamente haben und diese Medikamente nicht an die Personen kommen, die deren Leben gerettet werden könnte durch diese Medikamente. Jetzt haben wir ein neues Medikament für Tuberkulose, endlich mal für Multiple Drug Resistant Tuberculosis. Und es ist zu teuer, die Leute kommen nicht dran. Nicht? Also es bricht manchen das Herz und oft sind die enthusiastischsten Unterstützer der Health Impact Fund Idee in der Pharmaindustrie zu finden, aber gerade bei den Forschern. Aber dann, wenn man in die Führungsetagen geht, kommt natürlich genau das, was Herr Lauterbach genannt hat, nämlich, dass die Leute sagen, ja, das gibt uns kein wirkliches Äquivalent für unsere Profitmöglichkeiten unter dem gegebenen System. Und insofern stehen wir der Sache sehr skeptisch gegenüber. Und trotzdem ist es so, dass natürlich die Pharmafirmen auch sich unter erheblichem moralischen Druck fühlen. Nicht? Also es ist schon bemerkenswert, dass die Pharmafirmen so unpopulär sind, wie es eigentlich sonst nur Waffenfirmen und Zigarettenfirmen sind, Tabakfirmen sind. Nicht? Das sind so Firmen, wo man sagt, das sind ganz miese Leute, die den Profit über die Interessen der Menschheit stellen und so weiter. Und sie werden unbeliebt und das kann ihnen auch politisch zum Schaden gereichen. Deswegen meine ich, in den Pharmafirmen eine ganze Reihe von Leuten, auch in den Führungsetagen zu sehen, die sagen, wir müssen doch im Endeffekt mehr tun. Und wenn wir diesen Health Impact Fund erlauben, wenn wir den zulassen und auch ein bisschen mitspielen, dann können wir ein bisschen den moralischen Druck abbauen, dadurch, dass wir wenigstens einige Medikamente entwickeln, die für die große Masse der armen Menschen wichtig sind und die auch zu Preisen dann vertrieben werden, die für diese selben Menschen erschwinglich sind. Mhm. Also ich glaube, dass eine geeinte Front der Pharmaindustrie gegen den Health Impact Fund sehe ich eigentlich nicht, sondern eher so, also Möglichkeiten, doch genügend Alliierte zu gewinnen, um sogar im amerikanischen Kongress, der ja von Wahlkampfspenden total abhängig ist, um sogar dort Geld für einen Piloten zu kriegen. Dazu vielleicht eine Frage an Sie beide, wie Sie das einschätzen, wie denn jetzt sozusagen die Corona-Pandemie dieses Thema nochmal verschärft hat. Weil bei einer Pandemie ist es ja doch so, wenn wir Corona wirklich bekämpfen wollen, dann braucht man ja sozusagen, dann schafft das sozusagen nicht ein Land, sondern eigentlich müsste ja jeder am besten oder möglichst viele geimpft werden. Ja? Und da ist es ja nochmal auch aus Eigeninteresse sozusagen vielleicht, dass der Druck steigt, dass Länder an so einem kooperativen Modell sich stärker beteiligen. Wie schätzen Sie das ein? Also ich würde sagen, dass diese Corona-Krise hat im Grunde genommen diesen Kontrast noch einmal verschärft. Also jeder versteht jetzt sehr viel besser, worum es eigentlich geht. Aber viele Amerikaner wenigstens, ich mag für die Deutschen in diesem Punkt nicht sprechen, aber viele Amerikaner jedenfalls sagen, ist doch eigentlich, also zu sich selber, ist doch eigentlich ganz in Ordnung, dass wir das erstmal kriegen und dann die anderen. Wir sind schließlich die Amerikaner, wir sind doch schließlich die wichtigeren Leute und wir sind die reicheren Leute und das ist schon die natürliche Ordnung der Dinge, dass Medikamente erstmal an uns gehen und dann nach Afrika. Mhm. Das sagt keiner so ganz laut, aber das ist, glaube ich, schwingt mit in vielen dieser Debatten. Obwohl es natürlich auch wieder Leute gibt, die dann sagen, es ist eine unglaubliche Ungerechtigkeit, dass also bisher nur 1,3% der Leute in Afrika geimpft worden sind und in den reichen Ländern sind es 60, 70% und so weiter. Das wird schon auch gesagt. Aber
Also beide Anreize, beide Motivationen schwingen mit und sind natürlich auf unterschiedliche Weise kombiniert bei verschiedenen Personen und auch verschiedenen Medien und so weiter. Ja, vielen Dank. Eurasia Seminarraum fragt vielleicht eine Frage für Sie, Herr Lauterbach. Was könnte denn die Politik, also die Staatengemeinschaft, dafür tun, dass so ein System, was Herr Pogge vorgestellt hat, umgesetzt wird? Ich möchte zunächst einmal noch etwas zu Covid sagen. Also ich schätze das so ein wie Herr Pogge, dass also die Covid-Krise noch einmal klar gezeigt hat, wie defizitär der Marktmechanismus hier ist. Ganz klar, also weil wir werden in den wohlhabenden Ländern werden wir in die Boosterimpfung hineingehen, derweil in den ärmsten Ländern dieser Welt noch nicht einmal die Pflegekräfte und die Ärzte und Ärztinnen also versorgt sind und sozusagen somit ihr Leben gefährden, indem sie anderen Menschen versuchen zu helfen und andere wiederum gefährden. Somit also eine durchweg prekäre Situation. Und die haben wir nicht lösen können, obwohl es Impfstoffe gegeben hätte, die wir in einer also Menge hätten produzieren können, als dass diese Impfstoffe den ärmeren Ländern jetzt zur Verfügung stünden. Somit also haben die Systeme, auf die wir uns verlassen haben, im Wesentlichen COVAX, aber nicht nur, haben nicht also geliefert. Und das ist eine Niederlage für die Menschheit, möchte ich fast sagen. Also das ist auch eine gefährliche Niederlage, weil das kann zu Varianten führen, die dann auch in anderen Ländern wieder sehr problematisch sind. Aber das ist auch also eine Niederlage für uns ganz einfach in ethischer Hinsicht. Und daher also ist die Notwendigkeit eines Systems, sei es der Impact Fund oder ein ähnliches System, die Notwendigkeit solcher Ideen, solcher Ansätze ist durch die Corona-Krise noch einmal ganz klar, also noch einmal ganz klar ins Relief gestellt worden. Hier die Frage, was können einzelne Länder tun? Naja, hier müsste es ja eine kritische Größe von Geberländern geben, die quasi in den Health Impact Fund so weit hineinzahlen, dass er logistisch aufgebaut werden könnte und auch erste Ausschreibungen machen könnte. Na, das ist ganz klar, das ist die Größenordnung, die eben schon also genannt wurde. Das sind keine kleinen Größenordnungen. Also das sind Beträge, je nachdem, also welche Länder da teilnehmen. Aber wenn jetzt meinetwegen da Deutschland teilnehme, dann wäre das sicherlich also etwas in der Größenordnung von 1 Milliarde Euro, was da notwendig wäre. In den Vereinigten Staaten wahrscheinlich in der Größenordnung von 2 Milliarden Euro. Ein paar andere Länder würden auch 1 Milliarde Euro hinzutun. Man bräuchte ja eine Gesamtgrößenordnung von 5 oder 6 Milliarden. Und die müsste dann aber auch verstetigt sein, denn sonst kann das System seine Zusagen nicht machen. Das ist die Größenordnung. Und also das ist nichts, was sich von alleine materialisiert, sondern da muss man dann tatsächlich Mitglieder im Parlament haben und in der Regierung, die bereit sind, so etwas also zu unterstützen, sodass das also Teil der Gesetzgebung werden kann. Und so ein System aufzubauen ist also schwierig, weil also wenn erstmal die kritische Größe da ist, dann beteiligen sich auch andere. Aber bevor die kritische Größe da ist, will sich niemand beteiligen, weil noch nichts da ist, weil man noch nicht weiß, wie es funktioniert. Und von daher sind wahrscheinlich die ersten größeren also Geber, das sind die wichtigsten. Ja, vielleicht, lieber Herr Pogge, nochmal zurückzukehren zu einer Aussage von Ihnen. Sie haben gesagt, dass der moralische Druck auf die Pharmaindustrie zur Beteiligung nach Ihrem Empfinden in den letzten Jahren gestiegen ist. Können Sie das bestätigen, Herr Lauterbach, dass das in Deutschland auch der Fall wäre, dass sich ein moralischer Druck gegenüber der Pharmaindustrie aufbaut, der zu mehr Beteiligung führen könnte? Das kann ich nicht bestätigen. Also ich kann das bestätigen in den Vereinigten Staaten, weil ich dort ja auch also sehr regelmäßig bin. Jetzt in der Corona-Zeit war ich nicht dort, aber ich habe dort sehr gute Freunde. Sonst bin ich ja sehr regelmäßig dort im Rahmen, also ich war ein oder zweimal pro Jahr unterrichte ich ja an der Harvard School of Public Health in
eine Gastprofessur. Und also da ist es schon genauso, wie Herr Borg gesagt. Also der Druck auf die pharmazeutische Industrie ist groß. Und es hat ja auch also Skandale gegeben, die also hier das Problem, also der Profitgier ins Relief gestellt haben, die wir in Deutschland in dem Umfang nicht gehabt haben. Beispielsweise Schmerzmittel auf Opiatbasis, die sehr schnell abhängig gemacht haben, die also eine zerstörerische Wirkung gehabt haben in ganzen Regionen der Vereinigten Staaten. Gierige, also Eigentümer, Hauptaktionäre von Unternehmen, die mittlerweile also in den also quasi im öffentlichen Raum in den Vereinigten Staaten, ja in den Haushalten bekannt sind, daher ist der Druck dort groß. Das ist bei uns nicht so, sondern also gerade durch die Covid-Pandemie ist jetzt nochmal die pharmazeutische Industrie in Deutschland in ein besseres Licht gerückt worden. Das hat insbesondere auch durch die Gründer des Unternehmens BioNTech, Uğur Şahin und Tereza Öcalan zu tun, also die tatsächlich also Paradeunternehmer sind, auch sehr liebenswürdige Leute, die ich auch selbst kenne und die also tatsächlich von wenig startend also eine geniale Idee durchgebracht haben. Somit hat in Deutschland hat die pharmazeutische Industrie eher in den letzten anderthalb Jahren an Reputation gewonnen und das ist anders als in den Vereinigten Staaten. Ist mein Eindruck. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Barbara Repan fragt, müssen aus Ihrer Sicht auch die großen Firmen mitmachen oder wären auch kleinere Startups dafür ausreichend, dass der Health Impact Fund ins Laufen kommt? Da vielleicht auch die Frage noch anschließend, wäre es denn auch denkbar, dass man sozusagen selber eine Firma gründet, wo man vielleicht genau die Forscher ins Boot holen könnte, die intrinsisch motiviert sind, ja, Medikamente zu entwickeln. Also nicht extrinsisch, Geld zu verdienen, sondern intrinsisch. Mhm. Herr Pogge. Ja, also das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Wie würde sich das auswirken auf die Komposition der Firmen, die überhaupt Forschung und Entwicklung von Pharmazeutika betreiben? Und natürlich ist da zunächst zu sagen, dass dass es ja Firmen gibt, die überhaupt nicht verdienen wollen an der Sache, sondern die eigentlich nur Gesundheitsauswirkungen erzielen wollen. Das sind die sogenannten Product Development Partnerships, also Organisationen wie DNDi, das war mal eine von Médecins Sans Frontières, also Ärzte ohne Grenzen, mitbegründete Forschungsfirma. Die wären natürlich überglücklich für etwas wie den Health Impact Fund, denn die wollen sowieso keine hohen Preise nehmen, sondern wollen nur der Menschheit helfen. Und wenn sie dafür dann noch bezahlt werden, sodass sie damit ihr nächstes Forschungsprojekt finanzieren können, umso besser. Eine zweite Gruppe, die interessant wäre, die für die der Health Impact Fund sehr gut wäre, das wären kleinere Firmen im globalen Süden. Die wollen jetzt auch anfangen, nicht nur Medikamente herzustellen, sondern auch Medikamente zu entwickeln. Und da wären natürlich Krankheiten wie Krebs oder Diabetes, das wäre unglaublich schwierig, weil da die großen Firmen im Westen schon einen riesigen Forschungsvorsprung haben. Aber wenn man an Malaria arbeiten möchte oder an irgendwelchen Tropenkrankheiten, dann kann man das sehr erfolgreich tun und möglicherweise ziemlich viel Geld verdienen mit dem Health Impact Fund, mit einem neuen Produkt, das eine solche Krankheit bekämpfen würde. Man hätte auch den Vorteil, dass man Patientenpopulationen vor der Tür hat sozusagen und mit denen arbeiten könnte, um klinische Untersuchungen anzustellen. Also ich würde sagen, das würde auch für solche Firmen sehr interessant sein. Ist es aber trotzdem zu bemerken, dass natürlich eine Firma eine Art und Weise haben muss, das Medikament unter die Menschen zu bringen. Also es ist nicht genug, ein Medikament zu entwickeln, sondern um die Wirkungsprämien zu kassieren, muss man das Medikament auf den Markt bringen. Man muss es erfolgreich vertreiben können. Man muss
der Menschheit klar machen können, es gibt jetzt dieses neue Medikament und so ist es einzunehmen und so weiter. Und das kann so eine kleine Biotech-Firma oder ein kleines Forschungsinstitut, was an einer Universität beheimatet ist, zum Beispiel nicht so leicht machen. Sondern die werden schon irgendwie zusammenarbeiten müssen mit Partnern, die also in den entsprechenden Ländern vertreten sind und dort den Vertrieb übernehmen können, den erfolgreichen Vertrieb übernehmen können, sodass das Medikament auch massenhaft an die Kunden gelangt und dann seine Gesundheitsauswirkungen entfalten kann. Ja, Stefan Walter hat eine Frage zum Zusammenhang mit steuerfinanzierten Gesundheitssystemen. In Ländern mit einem steuerfinanzierten Gesundheitssystem, so meint er, führt die Beteiligung aus dem Fonds zu direkten Nutzen für den Staatshaushalt durch Entlastung. Anders in Ländern mit eigenständig organisierten Krankenversicherungen. Gibt es Überlegungen, ob oder wie Krankenversicherungen hier an der Finanzierung des Fonds beteiligt werden könnten, also mit einbezogen werden können und damit auch ihre Versicherten davon profitieren? Ja, also ich habe mir das so überlegt, dass natürlich die Prämien, die wir für die Gesundheitsversicherung, die privaten Gesundheitsversicherung bezahlen, die würden sich etwas senken, dadurch, dass manche Medikamente sehr billig zu haben sein würden. Und dieser Preisnachlass, wenn man so will, würde sich positiv niederschlagen für die Steuerzahler. Also in Deutschland, wir würden jetzt ein bisschen weniger für die private Gesundheitsversicherung bezahlen, weil miteinander konkurrierende Versicherungen diesen Preisvorteil, den sie durch den Health Impact Fund erzielen würden, an die Kunden weitergeben würden. Wir würden aber andererseits auch ein bisschen mehr Steuern bezahlen, weil wir eben am Health Impact Fund beteiligt sind. Insofern, also würde ich sagen, sollte man nicht die Versicherung heranziehen und sagen, statt eure Versicherung ein bisschen billiger anzubieten an die Versicherten, an die Versicherungsnehmer, gebt das Geld doch an den Health Impact Fund. Sondern ich finde, es macht im Endeffekt mehr Sinn, es direkt an die Versicherungsnehmer zu geben und diese Versicherungsnehmer dann über das Steuersystem zur Finanzierung des Health Impact Funds heranzuziehen. Also, gerne. Herr Lauterbach, gerne. Ja, das finde ich also problematisch dahingehend, wenn es also angekündigt würde, dass beispielsweise ein Industrieland wie Schweden steuerfinanziert einen unmittelbaren Gewinn hat, weil die Produkte im Health Impact Fund günstiger sind, als wenn sie über den normalen Markt gingen. Oder beispielsweise in Deutschland, dass also die Prämien für die Krankenkassenbeiträge nicht so steigen würden. Das würde ja bedeuten, dass wir Medikamente im Fund hätten, im Health Impact Fund hätten, die auch in den Industrieländern genutzt werden, vermarktet werden. Und das, glaube ich, würde bedeuten, dass also die pharmazeutische Industrie sich da sehr schwer tut. Weil es ist ganz klar, dass das dann Produkte wären, die nach dem, ich sage mal, alten System, Standardsystem sehr viel gewinnbringender also eingesetzt werden können. Das heißt also, wenn das System so funktioniert, dass es also diese Arzneimittel in den wohlhabenden und in den ärmeren Ländern gibt, dann hat das gesamte System den Charakter, dass es also sozusagen eine Alternative zur klassischen Preisfindung ist, die wir also in reichen wie in armen Ländern hätten. Und nicht also als ein Projekt, was im Wesentlichen oder ausschließlich den ärmeren Ländern dieser Welt zugutekommt. Ich glaube, dass die Akzeptanz also seitens der pharmazeutischen Industrie sehr stark schwächelt und der lobbyistische Druck sehr stark zunimmt, wenn es auch um Medikamente gibt, die in den reicheren Ländern dieser Welt im Markt sind. Das ist mein Eindruck. Ja, nun haben die Pharmafirmen natürlich die Freiheit, sie können bei jedem einzelnen Medikament entscheiden, melde ich das beim Health Impact Fund an oder nicht. Und wie ich Ihren Punkt ausdrücken würde, ich würde halt sagen, dass natürlich die Medikamente, die beim Health Impact Fund eingereicht werden, gemeldet werden, das werden im Wesentlichen welche sein, die überwiegend in den ärmeren Ländern gebraucht werden. Und insofern ist, kann man sagen, das Problem, was vom Fragenden angesprochen wurde,
ist kein sehr großes Problem. Es gibt natürlich kein Medikament, was überhaupt niemals in einem reichen Land gebraucht wird. Sondern das Verhältnis ändert sich natürlich, nicht? Dass also manchmal ist es 99% in den armen Ländern und 1% in den reicheren Ländern. Und dieses 1%, das würde die Pharmafirma oder die Firma, die dieses Medikament auf den Markt bringt, nicht davon abhalten, es beim Health Impact Fund anzumelden. Und insofern würde also der Preisnachlass auf Versicherungsprämien wäre nicht besonders groß wahrscheinlich. Jedenfalls so lange nicht, wie der Health Impact Fund im Volumen nur 1% des weltweiten Pharmamarktes ausmacht. Ja, vielen Dank. Jochen Bink fragt, ist nicht das Grundproblem, dass die Pharmaindustrie gar nicht frei ist, in dem Sinne vorzugehen, sondern durch ihre Investoren und Anteilseigner zum eigenen Profit gezwungen wird, weil Gesundheit marktwirtschaftlichen Regeln von Anfang an unterworfen wurde? Daran vielleicht auch noch eine Frage, weil Sie, Herr Lauterbach, Schweden gebracht haben, aber nehmen wir mal Norwegen, da gibt es ja einen Staatsfonds sozusagen. Und ich habe schon den Eindruck, dass gerade die Aktionäre auch ethische Kriterien stärker in die, ja, und auch einen Druck auch auf die Manager ausüben, nach ethischen Kriterien zu handeln. Wäre das vielleicht auch ein Ansatz, an dem man denken könnte? Herr Pogge. Ja. Oder Herr Lauterbach, sehr gerne. Ja, Herr Pogge zuerst, bitte. Ja, also zum ersten Punkt, das ist total richtig. Ich rede ja, wie gesagt, sehr oft mit Menschen, die in der Pharmaindustrie arbeiten, und die sagen das immer wieder, also wie sie von der Wall Street getriezt werden. Die Wall Street-Investoren haben sehr kurzen Zeithorizont, die investieren und die wollen dann ihre Macht, die sie durch die Investition gewinnen, dass sie also Miteigner der Firma sind, dazu ausnutzen, möglichst den Aktienkurs nach oben zu treiben. Und es ist ihnen vollkommen egal, wie das passiert und was das für Auswirkungen hat. Und der Druck ist enorm, dass also Leute, die versuchen, oftmals sich zu verstecken hinter, das ist gute Public Relations oder sowas, das macht uns bei dem Publikum beliebter. Also solche Argumente werden oft vom Tisch gewischt und gesagt, nein, nein, ihr müsst unbedingt, also wenn ihr diesen Preis erhöhen könnt für dieses Medikament, dann müsst ihr diesen Preis erhöhen. Dann verdient ihr zwar ein paar Kunden, aber ihr gewinnt mehr an der höheren Gewinnmarge, als ihr am kleineren Verkaufsvolumen verliert. Ja. Und wenn das unpopulär ist und wenn dann die Zeitungen schreien, das ist ganz egal, Hauptsache wir machen ein bisschen mehr Profit. So denken diese Wall Street-Investoren, die natürlich auch an der Reputation der Pharmafirmen relativ wenig Interesse haben, weil sie in 2 Monaten schon wieder ganz woanders investiert sind. Ja. Ja, das sehe ich ähnlich. Also die Investoren also sind sehr volatil, und ich glaube nicht, dass es eine, sagen wir, Investorenagenda gibt, die jetzt eine Investition in ein solches Projekt verunmöglichen würde. Das glaube ich nicht. Wo ich eher also ein Problem sehe, auch aus politischer Erfahrung, ist, wenn bestimmte Pharmaverbände es ihren Mitgliedern empfehlen würden, nicht teilzunehmen. Das ist eher ein Problem, dass der Verband einfach also sieht, das geht uns hier in die falsche Richtung und wir bitten die Mitglieder nicht also teilzunehmen. So etwas hätte dann eine andere Bedeutung, das würde ich nicht unterschätzen, aber möglicherweise kann man auch mit den Verbänden reden und also, dass man dort zu klaren Regeln kommt. Also ich halte so etwas nicht für unlösbar. Ja, vielleicht kommen wir nochmal zu Finanzierungsfragen zurück. J. Sander fragt, wie hoch denn der Verwaltungsaufwand beispielsweise wäre für einen weltweiten Fonds. Das scheint doch ein sehr komplexes Gebilde zu sein, was entsprechende Mittel verzehren würde. Das wäre eine Frage für Sie, Herr Pogge, und vielleicht abschließend an Sie, Herr Lauterbauer, noch die Frage, sehen Sie denn politisch jetzt, nachdem sich ja vielleicht in den Koalitionsverhandlungen einiges in Bewegung bringen lässt, die Möglichkeit, so ein Projekt auch in die deutsche Gesundheitspolitik vielleicht einbinden zu können? Und abschließend vielleicht noch an Sie beide dann auch die Frage,
wie werden denn Fragen der Nachhaltigkeit in diese Überlegungen mit einbezogen? Auch das könnte ja vielleicht durchaus ein Grund sein zur Beteiligung an diesem Fonds, wenn bestimmte Nachhaltigkeitsziele damit auch verbunden werden können, die dann vielleicht auch für Investoren ja entscheidend sein können. Ja, also zu den Verwaltungskosten. Wir haben das ziemlich genau ausgearbeitet, was man da braucht. Der Hauptkostenpunkt ist die Messung der Gesundheitsauswirkungen. Das wird relativ aufwendig. Man muss also in den verschiedenen Ländern statistisch untersuchen, wie die Medikamente benutzt werden und wie sie sich dann auswirken, welche Konsequenzen das hat, nicht nur bei den Patientinnen und Patienten, die das Medikament einnehmen, sondern auch bei Drittpersonen, vor allen Dingen, wenn es sich um übertragbare Krankheiten handelt. Das ist relativ kompliziert und wir haben gesagt, wir wollen also eine Obergrenze einsetzen, dass es nicht mehr als 10% des Gesamtvolumens betragen soll. Und dann sagen wir halt umgekehrt, wir erzielen so viel Präzision, wie wir mit 10% der Gesamtsumme erzielen können. Diese 10% sollen nicht von dem Geld abgezweigt werden, sondern die sollen als Beitragszahlung der registrierten Medikamente erhoben werden. Und zwar deswegen, weil das einen Anreiz geben würde, nur dann ein Medikament anzumelden, wenn es wirklich erhebliche Gesundheitsauswirkungen verspricht. Ein Medikament, wo man sagt, also das können wir ja mal melden und können wir ja mal sehen, was dabei rauskommt. Solche Medikamente wollen wir eigentlich nicht auf die Health Impact Fund Schiene locken. Und deswegen haben wir eben diese Beitragszahlung. Es kommt letztendlich auf dasselbe heraus, denn es werden dadurch, dass wir diese Kosten als Beitragszahlung sozusagen erheben, kommt ja auch für die Firmen dann mehr Geld dabei heraus. Denn die ganzen 6 Milliarden Euro bleiben für die Prämienauszahlung erhalten. Es wird davon nichts abgezweigt. Aber was sich ändert, ist die Verteilung, wie dieser Kostenaufwand auf die verschiedenen teilnehmenden Arzneimittel verteilt wird. Er wird nämlich gleich verteilt. Jeder zahlt einen gleichen Beitrag und das heißt, dass proportional gesehen die wirksameren Medikamente besser wegkommen als die weniger wirksamen. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Also 10%, das wären 500 Millionen, 600 Millionen Euro pro Jahr. Und dazu sollte man noch eins sagen, dass nämlich diese Informationen, die Daten, die der Health Impact Fund sammeln würde, von sehr, sehr großem Wert wären, nicht nur dafür, wie man den Prämientopf verteilt, sondern auch dafür, was in den ärmeren Ländern überhaupt vor sich geht, wie dort Medikamente eingesetzt werden, was da die Gesundheitssituation ist und so weiter. Wir haben viel zu wenig Daten und all diese Daten würden natürlich öffentlich gemacht werden und würden den Regierungen und den Hilfsorganisationen in den ärmeren Ländern zur Verfügung stehen, um mit diesen Daten dann auch effizienter arbeiten zu können. Ja, vielen Dank. Dann vielleicht eine Abschlussfrage ganz kurz. Entschuldigung, Klaus, wir haben noch die Frage nach der politischen Zukunft in den nächsten 4 Jahren und abschließend noch die Frage der Nachhaltigkeit. Herr Lauterbach, die nächsten 4 Jahre. Zur Zukunft der nächsten 4 Jahre kann ich zum jetzigen Zeitpunkt wenig sagen, verständlicherweise, weil wir sind ja am Beginn von Koalitionsverhandlungen und da wird es also ganz zum Schluss wird dann entschieden, also welche Parteien welches Ministerium besetzen und dann wird entschieden, welche Personen die Ministerien besetzen und was bei den Koalitionsverhandlungen rauskommt, also obliegt auch im Wesentlichen, also den Verhandlungen in den nächsten Wochen, die werden hochvertraulich sein, das ist keine Frage. Es geht jetzt los, das ist ganz klar, es werden sehr wichtige Verhandlungen werden und darüber kann man also somit erst später etwas sagen. Und was war die zweite Frage, Entschuldigung? Nachhaltigkeitsziele. Nachhaltigkeitsziele, ja, also wir müssen auf jeden Fall zu Lösungen kommen. Also das Problem, was Herr Pogge hier angerissen hat heute, das ist ja seit Jahren bekannt und ist nicht gelöst. Das ist nicht gelöst und das ist eigentlich eine humanitäre Niederlage für uns alle. Und daher also dort zu Konzepten zu kommen,
wird sehr wichtig sein, insbesondere weil wir natürlich auch den Menschen in den ärmeren Ländern etwas bieten müssen. Also es ist ganz klar, dass wir in einer Situation sind, wo sich die Lebensbedingungen in ärmeren Ländern durch den Klimawandel bedingt sehr stark verschlechtern werden. Wir haben derzeit etwa 2,2 Milliarden Menschen, die einen prekären Zugang zu Wasser haben. Wir haben Wasser, aber prekär ist der Zustand. Und das wird sich in den nächsten 20 Jahren erhöhen auf ungefähr 5,7 Milliarden Menschen. Wir werden Dürren haben, Hitzetage und insbesondere auch Ernteausfälle, gravierende Ernteausfälle und Wasserverlust. Und das wird auch Länder betreffen, wo man es nicht erwartet. Meinetwegen China hat 19% der Bevölkerung, aber nur 7% des Wassers, des Trinkwassers. Aber das wird im Wesentlichen sich also in den ärmeren Ländern abspielen, in Indien, in Bangladesch, aber auch also in Afrika, Nordafrika, der Nahe Osten natürlich. Das sind alles Länder und übrigens auch in Teilen, insbesondere von Ost-Südamerika. Somit werden dort Länder kämpfen müssen, wirklich kämpfen müssen durch den Klimawandel, wie wir es bisher nicht gesehen haben. Und dass wir diese Länder dann zumindest mit einer guten medizinischen Versorgung, auch mit Arzneimitteln bedienen, das ist aus meiner Sicht unbedingt notwendig und wäre aus meiner Sicht übrigens auch ein Argument, was ich einbringen würde, um den Health Impact Fund zu unterstützen, weil das ist tatsächlich etwas, was hier angeboten werden kann. Es sind ja die Industrieländer, die durch ihre CO2-Ausstöße, insbesondere in den letzten 50 Jahren, die Situation verursacht haben, die wir jetzt beklagen, gemeinsam beklagen. Daher sind wir dort auch in der Bringschuld. Das wäre vielleicht ein Hinweis für mich auch an Herrn Pogge, dass wenn er das nicht ohne dies schon tut, das kann durchaus sein oder würde ich fast erwarten, aber ich würde diese beiden Themen auch, Stichwort Nachhaltigkeit, die würde ich in Verbindung bringen, weil wir dort entsprechende Verbindlichkeiten haben und übrigens auch sehr gute, sehr große Fördertöpfe. Sehr große Fördertöpfe. Vielen Dank. Ich weiß nicht, Herr Pogge, möchten Sie zur Nachhaltigkeit noch ergänzen? Ja, ich kann das nur unterstreichen. Das ist genau richtig natürlich, dass die Nachhaltigkeitsziele erstmal, dass wir weit hinterherhinken hinter dem, was wir versprochen haben. Ich habe gerade den letzten Report gelesen der FAO über die Hungersituation der Welt und man kann dort sehen, dass seit 2014 die Zahl der Leute, deren Ernährungszugang unsicher ist, sich jedes Jahr vergrößert hat. Das hat nicht mit Covid angefangen, sondern seit 2014 geht diese Zahl nach oben. Das beträgt jetzt 2,4 Milliarden Menschen und 3 Milliarden Menschen können sich eine gesunde Ernährung nicht leisten. Das ist eine unglaubliche Schande, nicht? Dass wir eine Welt haben, in der das Durchschnittseinkommen pro Person pro Tag bei $50 liegt und dass trotzdem 3 Milliarden Menschen, also 41% der Menschheit, nicht mal diese $4 pro Tag haben, die man braucht, um sich gesund zu ernähren. Also es ist zum Verzweifeln. Ja. Und der zweite Punkt, den man vielleicht noch sagen könnte, ist, dass es beim Klima natürlich ein ähnliches Problem gibt wie auch bei den Medikamenten. Ein Problem, das durch die Patente produziert wird, nicht? Also um das Klimaproblem zu lösen, brauchen wir unbedingt innovative Technologien. Diese Technologien werden mit Monopolpatenten belohnt und das heißt, sie werden dann nicht benutzt. Also in Indien werden heute Kohlekraftwerke gebaut, die nicht mal die letzten, neuesten grünen Technologien benutzen, weil die Inder sagen, warum soll ich den blöden Westlern Millionenbeträge in den Rachen schmeißen, dafür, dass ich eine grüne Technologie benutzen darf, die das Klimaproblem zu lösen hilft. Das Klimaproblem haben doch die Westler ausgelöst und jetzt soll ich noch dafür bezahlen müssen an die Westler, dafür, dass ich helfen darf, dass diesen Schmutz wieder aufzuräumen. Ich meine, es ist ganz natürlich, dass ärmere Länder von diesen Technologien dann keinen Gebrauch machen und die schlechte Luft, die daraus entsteht, die atmen wir alle ein. Also das Monopol
System ist ein System, was in vieler Hinsicht, auch was die grünen Technologien anbelangt, äußerst reformbedürftig ist. Und ähnliche Ideen wie diese Health Impact Fund Idee würden auch bei den grünen Technologien helfen können. Ne? Ja, lieber Herr Bogge, herzlichen Dank. Diese Ideen müssen wir dann bei einer anderen Veranstaltung miteinander diskutieren. Wir sind jetzt heute am Ende unserer Zeit angekommen. Ich sage Ihnen beiden herzlichen Dank an Sie, lieber Herr Bogge. Ich denke, wahrscheinlich haben Sie uns die Mittagspause geopfert und uns mit in Ihr Büro genommen. Und Sie, lieber Herr Lauterbach, vielleicht Ihr Abendessen ebenfalls. Dann haben Sie uns die Möglichkeit gegeben, ein bisschen Einblick in die deutschen Befindlichkeiten in diesem Projekt zu bekommen. Bisschen zu kurz gekommen ist, was VHS Wissen Live eigentlich ist und was unsere Veranstaltung heute Abend ist. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt von knapp 300 Volkshochschulen, die sich zusammengeschlossen haben und Veranstaltungen wie diese über Livestreams an möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Deutschland zu bringen. Das hat heute Abend auch wieder wunderbar geklappt. Wir hatten über 600 Zuschauerinnen und Zuschauer. An diese Zuschauer mein herzlicher Dank natürlich auch, dass sie sich so rege mit ihren Fragen beteiligt haben und dass wir leider nicht alle Fragen beantworten konnten. Das, denke ich, liegt auf der Hand. Ja, bleibt mir, mich zu verabschieden. Mein Name ist Christoph Schulz von der Volkshochschule Südost in Ottobrunn. Ich sage Ihnen beiden herzlichen Dank, unseren Zuschauern herzlichen Dank und übergebe an dich, Klaus, fürs Schlusswort. Ja, vielen Dank, Christoph. Auch ich möchte Ihnen beiden ganz herzlich danken. Wir sehen uns ja auch noch mal kurz in der Nachbesprechung. Sie haben den Link erhalten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben auch bei VHS Wissen Live natürlich die Möglichkeit, Fragen, die in diesen thematischen Bezug haben, bei anderen Veranstaltungen noch zu stellen an andere Referenten. Klima zum Beispiel haben wir im Dezember eine Veranstaltung mit dem Ökonom Ottmar Edenhofer vom Institut für Klimaforschung in Potsdam. Und wenn Sie sich für das Gesundheitssystem interessieren, haben wir im Mai eine Veranstaltung, wo es um Krankenhäuser, das Krankenhaussystem in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland geht, mit einem Gesundheitsökonomen Gerlinger der Universität Bielefeld. Ihnen allen wünsche ich jetzt erstmal einen schönen Abend. Und wenn Sie möchten, können Sie uns auch gerne ein Feedback im Chat hinterlassen und natürlich auch bei den Volkshochschulen, über die Sie zugeschaltet waren. Denn ohne diese 300 Volkshochschulen wäre dieses Projekt nicht denkbar. Ihnen allen einen schönen Abend. Tschüss.